Möchtest du bei der Weltmeditation am Montag, den 16.8. um 19 Uhr dabei sein, dann freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen. Ja, das Ganze erfolgt wieder über Zoom. Ich möchte auch schauen, dass ich nächstes Mal vielleicht auch dann live gehe auf YouTube und vielleicht auch die Kanäle verbinde. Sollte es irgendjemanden geben, der weiß, wie das geht und ich nicht so viel Zeit verbrauchen muss, um mich darum zu kümmern, dann gerne kann sich bei mir melden, um mich da zu unterstützen, weil ich weiß, es ist möglich, dass man da mehreres mit einbezieht. Ja. Mir fehlt ein bisschen die Zeit dazu, das würde halt noch dauern, aber wenn jemand das einfach von sich aus ja, mir geben würde oder uns geben würde, damit wir da mehrere Kanäle zugleich hätten, gerne freue ich mich, wenn sich wer meldet. Ansonsten, irgendwann wird es soweit sein. Jetzt mache ich es mal einfach über Zoom wieder und den Zoom-Link findest du unten, wenn du auf YouTube schaust, in der Infobox. Da klickst du einfach hinein, solltest du Zoom noch nicht downgeloadet haben, passiert das dann. Ja, das ist gratis, das kann jeder tun, da braucht ihr keine Angst haben. Auf Handy, Tablet oder Computer. Und wenn du am Newsletter bist, ist auch im Text dann der Zoom-Link. Ich schicke das Ganze noch einmal, ja, morgen, spätestens am Montag nochmal aus. Also da ist dann noch einmal der Zoom-Link dabei. Und wenn du auf anderen Kanälen bist, hast du es auch immer im Text, den Link. Da einfach hineinklicken und mitmachen. Den Inhalt weiß ich nie ganz genau, das lasse ich mir geben an diesen Tag zu dieser Uhrzeit. Genau das, was für uns alle zum Besten ist und für Mutter Erde, für die Menschheit, ja, und auch von den Planetenkonstellationen her. Schauen wir mal, was wir da bekommen. Das, was ich natürlich immer mache bei solchen Reisen, ist uns alle vorab zu erden, dann zu reinigen, Herzreinigung, Herzöffnung. Wir gehen dann auch in den Herzraum, denn es ist wichtig, immer von Herzen her das Ganze zu tun und dass wir die Gruppenschwingung auch erhöhen. Und das geschieht durch energetische Reinigung und Anhebung der Frequenz. Und dann gehen wir in diese Weltmeditation gemeinsam in der Gruppe hinein. Wir werden sicher wieder auch Felder wahrnehmen und die sich da aufgebaut haben. Was ich schon weiß, ist, uns zu entbinden, wer da noch halt daran hängt, von der Angstmatrix anbinden, an die hochschwingende Matrix, man nennt das auch das Christusnetz. Ja. Also sind wir mal gespannt, was hier alles kommen darf und wir sind gemeinsam im Vertrauen, dass wir genau das auch bekommen, was wichtig ist zu tun. Wir Menschen sind ja aufgefordert, auch etwas zu tun, und nicht mehr diese Angstmatrix weiter zu nähren, sondern ja, das Licht zu vergrößern, ins dunkle Licht zu bringen. Und jeder Einzelne ist wichtig. Jeder Einzelne hat dazu was beizutragen. Manche machen das, indem sie die Dramen nähren und noch mehr in die Angst gehen. Und wir wollen gemeinsam genau das Gegenteil tun. Und es ist immer, wenn man gemeinsam zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem Tag, einem bestimmten, hier etwas tut, sehr mächtig. Ja? Wir bekommen das vielleicht auch nicht alles gleich mit. Ja? Das zeigt sich ja nicht sofort. Aber es bewirkt auf jeden Fall etwas und desto mehr wir sind, desto
mächtiger ist die Energie. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen, wenn du jemand kennst, der für so etwas auch offen ist, ja, dann schicke das bitte weiter, teile es. Du brauchst dich nicht zu erklären. Einfach, wir haben ja alle diese ganzen Kanäle und Social Media, einfach auf Teilen klicken oder die Nachbarin, die Freundin, wer dir auch immer einfällt, hab da auch keine Angst, ja. Genau, die Richtigen werden dir auch einfallen und die nehmen das sicher gerne an. Da kannst du mich und diese wunderbare Aufgabe, die wir alle gemeinsam hier haben, aber auch meine Aufgabe ist, sonst würde ich ja das nicht tun, unterstützen. Und so dass wir immer mehr das Lichtvolle nähren und das Lichtvolle oder das Hochschwingende noch mehr sich auf der Erde verbreitet und stärker wird, immer stärker wird. Es bäumt sich ja das Dunkle wieder auf, also die niedrig schwingende Energie. Manche werden es schon im Außen hören, lesen, sehen, merken, vielleicht auch natürlich bei sich selbst. Und da wollen wir gemeinsam etwas Positives tun und raus aus den Dramen, raus aus der Angst, hinein in das wunderbare Licht, das Christusnetz. Was ist jetzt so los? Also viele Hochsensible spüren ja, dass sie sehr müde sind. Die Schlafstörungen, ja, die Erschöpfung, dass man Tage hat, wo man so gar nicht in die Gänge kommt, nichts tun will, man schafft kaum etwas, nichts freut einem. Wir haben da krasse Schwankungen und die Schumann-Frequenz ist wieder mal nicht messbar. Also wir merken an dem Ganzen, es tut sich urviel und wir erhalten aber so wunderbare Energien, die uns zur Verfügung stehen und die wir nutzen dürfen, so wie ich es bei den Energieübertragungen mache. Ja. Das kann ich dir nur empfehlen. Nutze diese hochschwingenden Energien und es werden immer mehr einströmen, weil wir bekommen ganz viel Hilfe und Unterstützung. Nur es geht darum, dass wir diese Chance nutzen und auch so wie zum Beispiel die Weltmeditation etwas damit machen. Ja, für uns, für die Welt, wie auch immer. Und möchte dir eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe. Also diese Geschichte zeigt auf, wie es zurzeit, ja, sage ich, zugeht. Und zwar von einer Friseurin, ein Friseurgeschäft, wo es ein paar Angestellte gibt, viele Stammkunden. Und wir wissen ja, das höchste oder höchste Thema, das massivste Thema ist nun mal die Impfung. Und eine Kundin kommt in dieses Geschäft hinein und sagt, sind hier alle geimpft? Und eine von den Angestellten ist nicht geimpft und sie bleibt auch dabei, sie lässt sich nicht impfen. Das wird aber auch respektiert, also sie hat da keinen Druck. Und sie kann ganz normal weiterarbeiten und die Kundin sagt eben zur Chefin, können Sie diese Dame, ihre Angestellte, nicht verpflichten, dass sie sich impfen lässt? Hat sie gesagt, nein, es gibt keine Impfpflicht und das wird sie nicht tun. Sie ist ja getestet und wir können Ihnen das Testergebnis ja zeigen. Hat sie gesagt, nein, wenn die eine nicht geimpft ist, Entschuldigung, dann verlasse ich jetzt diesen Friseursalon und komme nicht mehr. So, natürlich triggert das, ja, vor allem die Angestellte. Und jetzt gingen die alle in ein Drama.
Ja, wenn das so weitergeht, dann werden eben wegen ihr viele Kunden abspringen und dann werden wir hier weniger verdienen. Und also das absolute Drama natürlich aufgebaut. Klar, im ersten Moment ist man schockiert, ist aus der Bahn geworfen, ja, weil es kam dann noch eine zweite und die brachte dieses gleiche Thema. Sie hat auch den Friseursalon verlassen. Und dann wurde das immer mehr zu einem Drama. Ja, und was machen wir da? Und dann meinte schon die Angestellte, ja, wenn es so weitergeht, dann gehe ich halt von selber, damit halt hier nicht ja, sowas weiter entsteht und noch mehr Kunden gehen. Also es wurde total in die negative Richtung ausgelegt und wurde schon etwas aufgebauscht und Szenarien besprochen, die noch gar nicht da waren. Und ich habe dann gesagt, okay, durchatmen. Und wie viele Kunden habt ihr denn? Na, ein paar hundert. Sage ich, okay. Und wie ist es mit diesen paar hundert? Wie war das bis jetzt? Weil wir sind ja schon monatelang in dem Ganzen. Ja, da gibt es nichts. Das läuft alles, sage ich ja. Und jetzt waren gerade mal zwei. Ja, zwei. Und es wird immer Menschen geben, denen irgendetwas nicht passt. Das muss ja nicht reinst nur die Impfung sein. Das wird es immer geben. Wir werden nicht jedem gefallen. Es wird nicht allen Menschen auf der Welt alles passen, was wir machen. Und so gibt es auch das. Und ich habe gesagt, und die paar hundert. Was ist denn mit denen? Naja, das ist ja eh toll, aber die beiden, vor allem die eine. Und was tun wir jetzt? Und jetzt werden wir, wenn das mehr werden, weniger verdienen oder sie muss gehen. Oder, und schon wieder ist dieses Drama genährt worden. Sage ich, ist das alles schon so? Nein, aber das könnte ja so sein. Und wieder plötzlich alle gesprochen und wieder war alles schlimm und ein Drama und wenn das dann, ja, und genau so geschieht das jetzt auf der Welt. Und ich habe dann wieder gesagt, stopp, durchatmen. Es gibt doch etwas Positives. Na, was soll denn da positiv dran sein? Und schon wieder wurde von dem Drama erzählt, sage ich jetzt, stopp mal, ja. Ihr seht jetzt nur diese beiden und was da geschehen ist. Sage ich, was ist mit den anderen? Naja, die sind eh toll, ja. Sage ich, ja, und da gibt es noch so viele, die seit dem Ganzen, was es da los ist, kommen, oder? Ja, die werden ja weiterbleiben. Haben die was wegen der Impfung gesagt? Nein, niemand, sage ich, ja. Und dann konzentriere ich mich doch auf die, die da sind. Und sehe doch, dass so viele geblieben sind. Von ein paar hundert gibt es zwei, die gegangen sind. Und sage ich, fällt euch auf, was da gerade geschieht, wo ihr gerade seid. Und das noch lautstark im Geschäft zu besprechen, das ist energetisch nicht gut für die Personen, die gerade reden und auch nicht fürs Geschäft. Und wenn ihr das weiter tut, dann wird es auch so kommen. Und der Mensch merkt sich immer das Schlechte und das wird dann beredet und ewig hinausgezogen. Über Tage geht das und bespricht man mir gleich mit noch mehr. Und dann geht man schon in das, was wird passieren, was wird einmal sein. Ja? Und dann muss ich sagen, durchatmen, stopp. Was ist das Positive? Und ich habe gesagt, sie konnten es nicht finden. Ja? Ich erkenne ja das schon, während die Menschen sprechen, aber gut, das ist mein Job, verlangt ja keiner, dass das jeder kann. Ja? Sage ich, das Positive ist doch, ihr erkennt jetzt die Kunden, die gar nicht zu euch passen, die niedrig schwingen oder, ja, sie haben es genannt, bösartig sind, ja, sage ich, und wollt ihr die haben? Wollt ihr die vor euch sitzen haben, die so niedrig schwingen? Ja, also halt in ihren bösartig sind und wie es halt andere Menschen ausdrücken, ich sage halt niedrig schwingen, ja.
sage ich, und die an euch Bedingungen stellen, die meinen, verpflichtet die Angestellte zur Impfung. Sage ich, was sind das für Aussagen? Sage ich, überlegt euch das mal. Und mit solchen Menschen wollt ihr arbeiten und die in eurem Energiefeld haben, ja, und in diesem Geschäft. Nein, 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 das nicht. Sage ich, ja, dann ist ja gut, dass das zutage gekommen ist, die Wahrheit hier zutage gekommen ist. Und dann verabschiede ich mich höflich und bedanke mich für das, dass sie mal gekommen sind und wünsche ihnen alles Gute auf ihrem Weg. Und sage ich, die geht raus, die Türe schließt sich und dafür kommt eine Neukundin, weil die hat jetzt wieder Platz bei euch. Sage ich, und die Neue, die wird dann wieder in eure Energie schwingen und so kann es hier ganz normal und harmonisch weiterlaufen. Und alle, die jetzt so das Dunkle herauskehren, die wollt ihr ja eh nicht. Und es wird immer ein Kommen und ein Gehen geben und nicht jeder Mensch bleibt ewig in irgendeinem Geschäft oder in einem Vertrag oder so. Das wird immer so sein. Sage ich, mir ist es nur recht, wenn sich das Innerste von einem Menschen nach außen kehrt, der das noch ausspricht und dann kann er gerne gehen und wünsche ihm alles Gute und sage Danke für das, was bisher war. Und weiß, dass garantiert dann jemand anderer kommt, weil wieder Platz geworden ist. Denn Millionen Menschen könnt ihr ja eh nicht im Geschäft nehmen. Ja? Also, und das ist ein Kommen, ein Gehen, sage ich, und das ist sogar gut so, ja, weil von der Energie her ist es eh fürs Geschäft nicht gut, wenn ihr solche habt. Ja, und dann waren sie beruhigt und haben gesagt, ja, danke, das stimmt. Ja, und dann waren sie aus dem Drama draußen und haben sich wieder endlich auf die vielen hundert konzentriert, wo ja alles gut war, wo es nichts gegeben hat, die ganzen Monate. Und das ist das, was ich so mitbekomme. Der Mensch liest etwas, hört etwas, das brauchen nur ein paar Sätze oder irgendein Interview oder sein. Glaubt das sofort, schickt das weiter, erzählt das weiter, ja, bauscht das noch auf, nähert diese Energie und dann dürfen wir uns alle nicht wundern, wenn das kommt. Genauso wie ganz viel ist jetzt im Umlauf und meine Lieben, das wird jetzt vom 15. August bis 15. Oktober ist eine heiße Phase, in die wir jetzt eintreten, noch viel, viel mehr. Darum erzähle ich euch das auch alle. Wenn ihr, dann werden diese Dinge sehr aufgebauscht werden, wo wir schon glauben werden, das wird jetzt alles dann so sein, ja, was immer das jetzt auch ist. Ja. Natürlich ist Impfung das Riesenthema, ja. Aber ich sage euch, glaubt das nicht. Atmet durch, schlaft drüber. Wenn es euch aufregt, wenn es euch triggert und nicht nachlässt, dann ist das ein Thema, ein Angstthema von euch. Dann kann ich euch nur empfehlen, löst das so schnell wie möglich auf, damit ihr da nicht drinnen hängt und damit eure Energie nicht genährt wird mit dieser Angstenergie oder niedrig schwingenden Energie. Und ansonsten schaut, was ist das Positive und sprecht über das Positive oder gar nicht, ja, aber nicht diese Dramen mehr. Zum Beispiel habe ich jetzt schon gehört, Enteignung wird kommen, die Konten werden übernommen, dann wird es kein Geld mehr geben oder der Staat bestimmt, wie viel du bekommen kannst oder ja, und Grund- und Bodenenteignung und Blackouts und ich weiß nicht, was da alles ist. Mir fällt schon gar nicht alles mehr ein, was ich da so höre. Ja, und auch dieses Thema, Ungeimpfte werden auch keine Lebensmittel mehr sich einkaufen gehen. So, jetzt hören das natürlich viele, weil es ist ja, die meisten sind ja ständig unterwegs in Social Media, also sie können ja schon gar nicht mehr ohne. Ich weiß nicht, wo die Zeit alle hernehmen. Ja, das ist ja meines überhaupt nicht, nutze das beruflich, das war es dann auch. Ich schaue auch nicht ständig, wie viel gefällt mir habe ich und also interessiert mich ja alles nicht. Ja, ich nutze das nur, damit Menschen eben auch
sehen, was ich da so wie zum Beispiel die Weltmeditation rausgebe. Dafür bin ich sehr dankbar, dass es das gibt. Aber ich muss mich ja dann nicht reinhängen, sondern kann ich ja die Zeit auch für mich anders nutzen. So, und dann fallen da 2, 3 Sätze, reichen oft bei Menschen. Oh Gott, wir dürfen, wenn wir uns nicht impfen, keine Lebensmittel. Wo steht das wirklich geschrieben? Ist das schon Gesetz oder ist das schon so bestimmt? Nein, zurzeit ist es das noch nicht. Ja? Und jetzt wird das aber so dramatisiert und so genährt, dieses Feld. Da bilden sich schon Gruppen, ja, und die sich schon, weiß ich nicht, erkundigen wegen Online-Zuschicken von Lebensmitteln und alles und wie machen wir das? Das heißt, sie gehen jetzt schon in die Energie, dass es schon so ist, ja, und schauen jetzt schon, dass sie Vorsorge treffen. Und was ist denn das Wort Vorsorge? Da sind wir alle durchgehend manipuliert. Sorge vor für die Pension, für Lebensversicherung, versicher dich für über dein Leben oder wie sich das nennt. Ja, dann auf die Pension musst du unbedingt vorher schon einzahlen und das am besten in der Jugend beginnen. Ja, das Ganze alles vorsorgen. Vorsorge, Vorsorge, ein Riesenwort für die Menschen. Und alles einbunkern und einlagern. Und na, gerade, dass nicht wieder alle WC-Papier kaufen laufen. Ja. Und jetzt müssen wir schon vorsorgen für das, was dann kommt. Ja, wann kommt es? Was kommt? Wann wird es sein? Keiner weiß dann noch. Irgendeiner setzt einen Satz raus oder zwei und schon geht's los. Und das Energiefeld, das ist wirklich, das baut sich massiv auf. Und da mischen viele mit. Und sogar die Spirituellen, wenn wir sie so nennen wollen, die Lichtarbeiter, wie wir uns alle da nennen, ja, sogar die tun damit. Das ist, das nähert sich so stark, dass wir uns dann wieder nicht wundern dürfen, wenn es kommt. Also wenn das dann kommt, so jetzt dürfen die keine Lebensmittel, dann kann ich nur alle beglückwünschen, die da wirklich wunderbar mitgetan haben, indem sie sagen, oh Gott, ja, jetzt müssen wir sofort ja, das und das und das Vorsorge treffen, wenn das dann kommt. Das ist Zukunftsgeschichten, Angst projizieren zu etwas, was noch gar nicht da ist, ja, und schon ins Drama gehen und schon wieder Gruppen gründen und was weiß ich. Warum gründen sich nicht mehr Gruppen, um zum Beispiel das Licht zu verbreiten, Positives zu verbreiten? Etwas so wie Weltmeditation muss ja nicht das sein, es kann ja was anderes sein, was halt jeder so für sich. Diese positiven Dinge mal zu verbreiten und solche Gruppen, Lichtgruppen von mir zu gründen, keine Ahnung. Ja? Also das ist ja, und dann wirklich, es ist so, wenn wir viele Menschen sind, die jetzt auf diesen Zug aufspringen, es wird keine Lebensmittel kaufen mehr geben für die Ungeimpften. Dann kommt das, meine Lieben. Dann kommt das. Und natürlich hört man dann, ich habe es ja damals gesagt, gut, dass wir jetzt vorgesorgt haben, mit welcher Vorsorge da auch jeder jetzt was tut. Ja, ist dann auch so. Ja, aber nicht, weil es schon unbedingt wirklich so geplant ist, ja, sondern weil wir alle, also ich nicht, aber ich mache da nicht mit, ja, aber weil wir oder viele andere da mitgetan haben. Und dann kann man nicht nur sagen, die Politiker sind es, sondern es können ganz viele Menschen und auch, die meinen, sie sind spirituell dazu, weil die sind da auch mittendrin. Jeder kann tun, was er möchte. Ja. Ich erlaube mir nur immer wieder ins Positive. Ja, natürlich sagen jetzt viele, wie kann man noch positiv sein bei diesem ganzen Trara hier? Ja, oh ja, das geht, weil ich bin ja auch noch positiv. Ja, und ich kann nicht der Einzige und danach Milliarden sein. Also mir tut das Ganze gar nichts. Ja, ich habe gewisse Entscheidungen für mich getroffen, dabei bleibe ich, so ist es einfach, ja, da kann passieren, was möchte, weil ich ganz genau weiß, ich fühle das, das Thema ist Geschichte irgendwann. Und jetzt sagen sie sich, ja, wann? Hast du ein Datum?
meine Lieben, dafür sind wir verantwortlich. Desto mehr wir in die Richtung tun, was gut ist, desto schneller ist das Datum da, wann das Geschichte ist. Ja? Aber das hört sich auf. Wenn nicht heuer, dann vielleicht zu Anfang nächstes Jahr. Man kann nur Tendenzen abgeben, weil das ist ja das, wozu ich aufrufen möchte. Nährt solche Geschichten nicht. Dann seid ihr mitten dabei. Eine Schlagzeile wird rausgegeben oder zwei Sätze oder irgendein Telegram, irgendwas, ja, und los geht's. Und 20 springen auf den Zug auf und dann geht's weiter. Das sind die Leute bereit zu teilen. Massenhaft. Aber wenn etwas ist, so jetzt setzen wir uns zusammen und tun etwas Positives, ja, und gehen mal nicht in das Drama, sondern wir nähern die andere Seite. Das wird nicht so viel geteilt oder da, weil das ist ja nicht so interessant. Nicht? Also da kann ich mich ja nicht richtig drinnen aufhängen. Ja, so ist es. Ja, ich kriege es mit. Ich habe mit vielen Menschen zu tun, jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und ich habe in den letzten Tagen, ja, war ich bei so vielen Gesellschaften dabei. Das ist Wahnsinn, wie die Menschen sich unterhalten, was das für Unterhaltungen sind. Also mich wundert es nicht mehr, dass wir noch immer nicht draußen sind aus der ganzen Energie. Und das wäre viel früher, sage ich jetzt, von der geistigen Welt geplant gewesen. Nur wir tragen nicht wirklich sehr viel Gutes dazu bei. So ist es. Das ist für mich Tatsache. Ich kriege es täglich mit. Und ich versuche dann natürlich immer, so wie diesem Friseurgeschäft, ja, das Ganze dann zu drehen. Ja? Bis sie aufwachen und sagen, ach ja, genau. Ich könnte ja auf die paar hundert schauen und nicht auf die zwei. Und so weiter, so wie ich es vorher erzählt habe. Und das möchte ich dir und euch auch ans Herz legen. Macht mehr bei so positiven Gruppen mit. Und wo, ja, natürlich ist das alles Realität und das ist so. Und ich werde es auch immer wieder erwähnen, ja, was jetzt nicht so gut ist, ja, weil es ja wirklich dazugehört. Wir sollen uns ja nicht abwenden. Und die, hinter mir die Sintflut, mir ist alles egal. Nein, aber ich nehme wahr, so, das höre ich gerade, ich nehme mal wahr. Und dann fühle ich, wie ist es denn wirklich? Und was kann ich dazu beitragen, dass diese Energie sich dreht? Dass sie von niedrig schwingt, hoch schwingt. Gruppen, wo ich auch dabei bin, und ich bin nur als Beobachterin bei den meisten Gruppen, ja, weil ich bin nicht die Herumschreiberin und dauernd Posterin, ja, das ist nicht meine Energie auch. In diesen manchen spirituellen Gruppen ist sowas auch von niedrig schwingender Energie. Allein wenn man die Sätze liest, und ich lese auch hinter den Worten, ja, was da abgeht, ja, also das ist bei Weitem nicht sehr lichtvoll. Ja. Und schau wirklich, wir werden immer mehr dazu aufgefordert, nur was für dich stimmig ist, dem folge und das nähere positiv. Es ist natürlich auch nicht so, wenn es jemand schlecht geht und sagt, na, jetzt lebe halt Licht und Liebe, na, und affirmiere tausendmal das Wort Glück, dann geht es dir schon gut. So ist das natürlich auch nicht, alles schönreden. Aber es bedarf so ein gewisses Mittelmaß und nicht sofort immer auf alles aufspringen und mitmischen, sage ich. Ja? Sondern mal wahrnehmen, in dich gehen, was ist denn für mich die Wahrheit, für mich stimmig. Und dann entscheide ich, gehe ich in die Gruppe, folge ich dem, mit was nähere ich denn diese Gruppe oder was auch immer das ist. Und das ist bewusst. Das ist großes Bewusstsein. Und die Urweisheiten, meine Lieben, die fließen ein. Wir können uns an unsere Urweisheit wieder anhängen. Weil wir haben ja irgendwann selbst gesagt, mit dem allen möchte ich nichts mehr zu tun haben, was Licht ist und was hochschwingt und was die Urweisheiten und die Urenergien sind. Und da geht es aber darum, dass du das weißt, dir bewusst machst und dann ein klares Ja dazu gibst, dass du wieder in der Urenergie lebst,
dass du dich nähern lässt von Urenergien, die nicht verfälscht sind, die nicht von der menschlichen Rasse erstellt wurden, sagen wir mal so, und die Urweisheiten erhältst und nicht das, sorry, wenn ich sage, das Geschwafle von vielen Menschen. Menschen, die einem zu was verpflichten wollen, die auch mit Aufforderungen kommen, mit wenn du nicht, dann. Das ist absolut niedrig schwingend. Die wollen für dich nichts Gutes. Da steckt nichts dahinter, was für dich dann gut wäre. Außer du bist in der Opferhaltung noch ein ängstlicher Mensch, dann ist das eine Aufgabe für dich, warum ein Mensch auf dich zukommt und sagt, nur wenn du, dann. Und das oft auch in einem sehr massiveren Ton. Dann weißt du, okay, bei mir ist hier noch was im Feld, warum das auf mich zukommt. Und dann gehst du nicht in Kampf und Krieg und in Rache und fängst hier an, Dramen zu nähern oder, zur Freundin dich ausholen, ich bin ja so arm, sondern dann atmest du durch und sagst, okay, da ist etwas, ich nehme das an und ich bin bereit, das aufzulösen in mir, denn das hat mit dir auch zu tun. Und ich bin bereit, das Positive für mich darin zu sehen und nicht sofort zu verurteilen und in den Kampf und Krieg zu gehen. Nimm wahr, atme durch, schlaf eine Nacht drüber, schau, was ist für mich persönlich die Wahrheit, was ist für mich stimmig, das nehme ich gerne an, ich bleibe ruhig, zentriert, stabil, vollkommen bei mir. Und ich lasse mich nicht überreden, überzeugen, rüberziehen, auffordern, verpflichten. Da gebe ich ein klares Nein dazu. Ich lasse mir Zeit für Entscheidungen. Ich fühle Antworten und Entscheidungen, die für mich gut und stimmig sind. Und dann setze ich Schritte. Ich löse das für mich in meinem Energiefeld, Vorarbeitung auf der geistigen Ebene und gehe dann erst ins Außen, in die Handlung. Und das kann ich jedem nur empfehlen für die nächsten Monate. Es wird ansteigen, es wird strenger. Ja, ich habe auch wirklich Informationen, die kann ich so nicht weitergeben. Aber das, was da dann kommt bezüglich der Impfung, glaube das nicht. Es heißt Geduld haben oder aussitzen. In ein paar Wochen oder Monaten ist das Ding durch und vorbei. Und ich denke mal, und ich glaube, ich habe es hier mit bewussten Menschen zu tun. Wenn du dann mal eine Zeit nicht wieder ins Restaurant kannst oder ins Kino, ich glaube, das brauchen wir nicht zum Überleben und du kannst sicher auf manche Dinge noch eine Zeit verzichten. Und es ist zu schaffen. Es ist auf jeden Fall zu schaffen, ohne dieses Mittel. Auf jeden Fall. Es braucht nur Geduld. Und es ist auch gar nichts dabei, denn wenn zum Beispiel die Mütter werden jetzt ganz stark an Kraft bekommen, ja, das hat auch das Löwetor ausgelöst, ganz stark, weil das wird gebraucht, ja, und dann nimmst du halt dein Kind für eine Zeit aus der Schule oder was auch immer ihr für euch entscheidet, das muss ja jeder selber wissen. Ja? Ich entscheide das für niemanden, was er tut. Aber meine Güte, ja, alles ist möglich und für eine gewisse Zeit noch werden wir Lösungen, wir bekommen Lösungen auf jeden Fall
Wir werden massiv unterstützt. Und wenn wir dann auch noch einen Beitrag dazu leisten, wie zum Beispiel jetzt diese Weltmeditation, ja, ja, was soll dann noch passieren? Dann haben wir halt noch ein wenig und dann ist das Ding durch. Es ist so, nichts bleibt ewig. Dann kommt halt wieder was anderes, ja. Also, aber umso stärker wirst du, umso mehr gehst du ins Bewusstsein, umso mehr erwachst du, wirst immer stabiler. Und glaub mir, die, die standgehalten haben und standhalten werden, die werden sich auf die Schulter klopfen. Und die werden wachsen, die werden sagen, wow, ich hab's geschafft, ich bin durch, ich bin standhaft geblieben, ich bin zu mir gestanden. Und glaub mir, wenn in deinem Job dein Chef dich drängt oder was, dann ist es eh nicht der Richtige. Ja? Wenn du zu was verpflichtet wirst, was deine Grenzen massivst überschreitest, dann bist du eh nicht richtig und du wirst nicht untergehen. Dir wird massiv geholfen, nutze diese Energien. Es ist zwar unsichtbar, wir sehen es nicht, aber das ist die beste Hilfe, was wir haben können. Es ist ja gut, wenn es die anderen nicht sehen, ja, dann würden sie es ja für das Dunkle nutzen, sage ich jetzt mal so. Ja, also man kann so viel tun. Und das ist das, was ich gesagt habe, schaut, dass ihr stabil werdet, selbstständig, selbstbestimmt, stark, ja, voll zu dir stehend. 2 Meter Abstand sind ja in den Energiefeldern. Das heißt, bist du dir in den letzten Monaten ganz, ganz nahe gekommen? Hast du deine Masken abgelegt? Hast du das ganze Ding durchschaut, was für abläuft? Dann kannst du ganz ruhig bleiben und näherst das Positive auf deine Art und Weise, was immer das ist. Und das geht ganz leicht. Alleine schon, wenn du höher schwingst und strahlst, verbreitet sich dieses Licht massiv. Denn alles, was lichtvoll ist, wird ja unterstützt. Das Dunkle wird nicht mehr unterstützt. Es wird nicht mehr genährt, nur von uns Menschen nämlich, aber nicht mehr jetzt von anderen Energien. Und dadurch haben wir massiven Schutz und Hilfe, wenn wir auf diesem Weg bleiben und weitergehen. Und wenn wir jetzt auch noch ein bisschen gekrümmt auf diesem Weg sind, so werden wir uns mit jedem Schritt mehr zu uns selbst aufrichten, stark werden. Und auch die Selbstliebe steigt dadurch, weil wenn das Ding durch ist, so wie ich sage, meine Güte, auf was blickst du dann? Auf dich, die Göttin oder Königin oder der Gott oder König, der das geschafft hat, ohne nur irgendetwas da durchzukommen und nicht gekippt zu sein. Und das kommt. Es ist halt jetzt noch nicht, aber das schaffen wir. Wir schaffen das. Ganz sicher. Und wenn es nur ein paar wenige sind, dann werden die das Ruder rumreißen. Das sage ich euch, ja. Ich kann es euch nur jetzt noch nicht zeigen, ja, und ich kann es nicht beweisen. Da geht es um das Urvertrauen. Fühlst du es? Und ich kann es nur eben sagen und Tendenzen angeben. Man kann nicht ein Datum genau ausmachen. Es wäre in ein paar Wochen möglich, aber ja, durch das so stark diese niedrig schwingenden Felder genährt sind, und ich kriege es ja mit, wird es sich verzögern. Ja, es ist so. Und darum freue ich mich, wenn du ihr da dabei seid. Und ich werde das jetzt regelmäßig machen, vor allem in dieser heißen Zeit, da jetzt bis Oktober, ja, wöchentlich, vielleicht sogar einmal, aber alle 14 Tage, das gebe ich dann bekannt am Montag, was ich da entschieden habe, aber alle 14 Tage auf jeden Fall eine Weltmeditation, vielleicht auch wöchentlich, das kommt noch von mir. Und auf jeden Fall bei jeder gibt sofort auch das nächste Datum. Ja? Und dann sei da dabei, ja? Und teile es, lade die Menschen ein, sodass wir ganz, ganz, ganz viele werden. Und wir werden da eine Menge tun können. Und siehst ja schon, wenn du teilnimmst, für dich
eine wunderbare Energie und Energieerhöhung und Reinigung. Und ja, das ist ja schon, da bist du dir ja schon selbst viel wert, wenn du dir da die Zeit nimmst und da auch live dabei bist. Das wäre schön. Ja, so wie was mir noch einfällt, ist so wie ich jetzt auch mitbekommen habe, ja, wird auch alles über YouTube da wieder strenger, ja. Da verzweifeln manche, weil es ist jetzt verboten, so wie es ich halt mitbekommen habe, dass man, also wenn man, also verboten, aber wenn man da jetzt was auflegt oder herzeigt, dann kannst du eine Urrechtsheberklage plötzlich bekommen. Ja, seit 1.8. angeblich ist das, wie ich sage, angeblich, weil ich habe es nicht jetzt gehört, gelesen. Ich habe nur, also gehört schon, aber nicht direkt von der, also YouTube dürfte das ausgeschickt haben. Ja, das interessiert mich ja nicht, weil ich will ja nur das dazu sagen. Ja. Und das kann auch angeblich auf weiter zurück, ja, sein, auch wenn man es jetzt ändert, kann es sein, dass man, ja, ich habe mal bei einer Kollegin miterlebt, die wurde verwarnt, ja, habe ich gesagt, es ist ein Glück, dass du nur verwarnt bist und nicht gleich die Geldstrafe bekommen hast, weil das sind hohe Strafen, ja, und ich meine, wenn ich schon das ganze Ding da immer gratis mache, ja, dann möchte ich jetzt dann nicht auch noch belangt werden dafür, aber das ist genau das, was ich auch immer sage. Mach dich komplett unabhängig, vor allem in dieser Zeit jetzt, und sodass wir nichts brauchen, ja? Dass wir reinst geistig die Dinge tun. Und weil ja, auch wenn sich alles verteuert, manche können sich dann vielleicht den Auerspray oder was weiß ich, ist eh schon teuer genug, nicht leisten. Ja, das brauchst du aber nicht. Es ist eine Unterstützung und es duftet und was weiß ich, das ist alles toll. Aber wir sollten uns so unabhängig und frei machen, dass wir wissen, wir können reinst geistig alles machen. Und wenn du so unterwegs bist, wie ich auch etwas veröffentlichst, ja, ich habe immer gesagt, ich mache für andere keine Werbung, ich spreche reinst für mich, nicht weil ich es den anderen nicht gönne. Aber ich habe immer gesagt, ich habe den oder diejenige ja nicht gefragt. Vielleicht wollen die gar nicht, dass ich ihren Namen oder ihr Buch oder ihre Karten oder was erwähne. Ja, wer weiß das denn schon? Natürlich gehen alle immer davon aus, na ja, das ist ja dann für die gratis Werbung. Das sieht aber nicht jeder so. Ich habe es anders erlebt, nicht bei mir, bei einer Kollegin, wo eine andere Kollegin eben gesagt hat, wie kommst du dazu, mich zu erwähnen? Ich will das nicht. Oder das Buch herzuzeigen, Urheberrechtsgeschichte. Hast du eine Zustimmung dafür? Das geht jetzt auch noch anscheinend los. Ja, also ich habe es jetzt schon mitbekommen, ja, was Kartenlegungen betrifft, ja, weil diese Karten sollten nicht gezeigt werden oder was weiß ich. Was, so wie ich es gesagt habe, bring doch das raus, was dich, was aus dir kommt und reinst deine Person. Es genügt doch, wenn ich hier Inputs weitergebe, ja, Menschen unterstütze mit meiner Person, mit meiner Stimme, ja, mit meinen Bildern von meiner Person. Ja. Ich muss ja dann nicht alles Mögliche, ja, manche meinen, desto mehr, desto besser. Und dann schauen manche mehr, wenn so schön alles ist. Ja, ja, gut, aber keine Ahnung. Wer weiß, was alle verwendet haben, was da jetzt wer vielleicht ja, Anspruch haben kann daran. Und das ist so wichtig. Es muss doch reichen, wenn ich mich als Person hier ja, gratis hier Dinge zur Verfügung stelle, aber reinst aus von mir. Ja? Weil ich sage immer, das, was für jemand bestimmt ist, dieses Buch oder denjenigen, den wird der dann schon finden und bekommen. Das muss ja nicht ich hier alles tun, ja. Buchempfehlungen, Kartenempfehlungen, was weiß ich, ja. Und genauso ist es, ich würde gern Musik verwenden, ja. Und ich habe das dann sein lassen, weil ich sehe nicht ein, dass ich nur, weil es viele lieben Musik, ich auch, ja, aber wenn ich es nicht bezahle, darf ich es nicht verwenden. Und das möchte ich halt jetzt zurzeit nicht. Dann muss es auch so reichen, dass man mich halt nur hört, ja. Und wenn nicht, dann kann man ja woanders hingehen und dort sich was anhören.
Aber mir geht es jetzt nicht darum, was da eben noch alles so jetzt streng wird. Schau, dass du, wenn du so etwas tust, einfach du bist wichtig, deine Weisheiten oder was immer du halt erstellst. Vielleicht hast du eigene Karten gemacht, eigenes Buch geschrieben, dann präsentier doch das. Und jeder soll das für sich tun. Und dann kann dir auch gar nichts passieren. Weil ich habe ja auch solche, die das bei mir wieder anfragen: Oh, aber Hilfe, was soll ich da jetzt tun? Ja, aufhören damit. Ja, und was habe ich dann noch? Sage ich dich und deine persönlichen Sachen, was immer das ist. Und mehr brauchen wir nicht hier geben. Und wenn es noch gratis ist, braucht sich ja überhaupt schon keiner aufregen. Ja, die hat die bessere Musik oder was weiß ich was alles. Ja. Also mir ist das auch wichtig, das zu sagen, weil ich weiß auch, dass einige, die so arbeiten, meine Sachen anhören. Ja, du bist genug. Deine Talente, deine Fähigkeiten, was immer es ist, sind genug. Wir brauchen uns hier nicht noch dies und das, damit noch mehr uns buchen oder was auch immer. Es muss reichen, deine Talente, deine Person. Und es muss genügen, dass ich nichts an Gegenständen verwende, die nicht von mir entwickelt worden sind. Es reicht so, wie es ist. Geistige Welt sagt oft, ihr seid so kompliziert. Es geht alles viel einfacher. Und gib dein Talent, nenne deinen Namen, deine Person, deine persönlichen Bilder und damit geht das Ganze auch. Und wenn welche zu verwöhnt sind, ja, müssen sie halt woanders hingehen, die, weiß ich nicht, was alles Mögliche verwendet oder zeigt oder Filme abspielt, tolle Musik, ja. Also das sollte doch jetzt wirklich nicht mehr das Um und Auf sein oder nur dann ist man gut, wenn man. Nein. Du genügst mehr als genug ist das, wenn du etwas von dir gibst. Und wenn es auch nicht alle schätzen, ja, wird es auch immer geben. Einfach tun, einfach tun. Und unter bewussten Menschen, ja, brauchen wir auch nicht uns gegenseitig verurteilen und kritisieren, sondern wenn mir was nicht passt, dann lasse ich es halt einfach sein. Also das nur zu jenigen, die auch so hier unterwegs sind wie ich. Angeblich wird das auch jetzt immer strenger. Ja, und was soll's? Mich können sie nicht zensieren oder wie das heißt oder irgendwas anklagen. Ja, also dann bleib bei deinen Dingen und das reicht. Das reicht vollkommen. Ja, meine Lieben. Weltmeditation am 16.8. diesen Montag um 19 Uhr auf Zoom. Zoom-Link findest du bei YouTube unten in der Infobox, sonst überall im Text, in den Kommentaren und am Newsletter auch im Text. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du uns alle unterstützt, indem du auch gerne das teilst, weitergibst und deine Liebsten vielleicht auch einlädst und ihr gemeinsam vielleicht vor dem Bildschirm sitzt und mittut und auch Spaß dabei habt. Denn wir wollen gemeinsam Spaß haben. Spaß an dem, was wir tun und Freude daran haben, das Licht zu vermehren, Positives zu tun, unsere Schwingung zu erhöhen. Gemeinsam zu sein in einem wunderbaren Augenblick. Und dieser Augenblick gemeinsam, das ist ein Geschenk. Und den werden wir gemeinsam verbringen in einer wunderbaren, meditativen, entspannenden Reise. Alles Liebe, bis bald, deine Sissi Göttling.